Ja, ich darf euch recht herzlich zur zweiten Welt von Luigi's Mansion 2 begrüßen. Die Efeu-Türme. Zwei beeindruckende Türme mit einem kolossalen Baumriesen dazwischen, von zahllosen Pflanzen völlig überwuchert. Das klingt nach etwas völlig Neuem. B1, Klempnerwerk, wäre unsere erste Mission dort. Unser Abenteuer führt uns an einen aufregenden neuen Ort. Freust du dich schon, Luigi? Ach doch. Mal was Neues zu sehen ist doch... Ja, geil. Haha, sehr schön. Es ist immer wieder erhebend, so viel Tatendrang zu sehen. Keine Angst, du wirst noch genug zu tun haben. Der Spukplage muss ein Ende gesetzt werden. Und dafür gibt es nur einen Weg. Wir müssen den Finstermond wieder ganz zusammenfügen. Nur so, falls du es bis jetzt noch nicht mitgekriegt hast. Mein Paraskop hat das nächste Stück irgendwo in jenen beiden Efeu-Türmen geortet. Sie sind schon lange verlassen und bersten nur so vor exotischen Pflanzen und Geistern. Leider sind sie auch recht verfallen. Nicht mal das Wasser kann mehr ungehindert fließen. Wenn wir doch nur einen Klempner zur Hand hätten. Verstehst du? Die Efeu-Türme verfügen über ein komplexes Leitungssystem, das alle Maschinen antreibt. Daher musst du als erstes dafür sorgen, dass der alte Wassergenerator wieder läuft. So, lass mich kurz nachschauen. So, hier wäre das Ding, siehst du? Ja. Ach ja. Und halte auch Ausschau nach neuen Geisterarten. Versteht sich von selbst, oder? Viel Glück, mein Lieber. Aber klar doch, ich werde explizit nach neuen Geisterarten suchen. Nur für dich, weil du mich so tatkräftig unterstützt. Wir sind jetzt also raus aus der klassischen Villa und sehen jetzt einen völlig neuen Ort. Es wird interessant zu sehen, ob die Entwickler failen. Mit neuen Orten. Also ob sie es lieber bei einer Geisterwelle belassen sollten oder ob neue Kulissen dem Spiel gut tun. Im Übrigen, diese Bonusmission aus der Gruselvilla, die habe ich mir offscreen kurz angeguckt. Das ist eigentlich nichts anderes als so eine Zeit-Challenge. Also nichts, was mit der Story oder so zu tun hat. Das werden wir einfach ja, nach dem Story-Modus nochmal dranhängen, weil es gibt ja in jeder Welt anscheinend so ein Level. Aber ich habe mich dafür entschieden, jetzt erstmal die Story durchzumachen und dann den Bonus-Shit danach. Deswegen geht's jetzt eben weiter hier in Welt 2. Und wir haben sogar eine neue Musik. Klingt ein bisschen abenteuerlicher. Gefällt mir ganz gut eigentlich. So. Jetzt bin ich aber sehr gespannt zu sehen, wie das Ganze verlaufen wird. Weil Luigi's Mansion ist bisher ja eigentlich, ja... nur in einer Geistervilla vonstatten gegangen. Aber die Entwickler dieses Spiels meinten, nee, machen wir mal neue Kulissen. Weiß man ja auch schon seit dem Trailer, es gibt eine Eislandschaft und so weiter und so fort. Und jetzt, ja, schwer zu sagen. Ein Baum und ein verlassenes Kraftwerk, Wasserkraftwerk, würde ich mal sagen. Kann ich da durchgucken? Natürlich. Da ist ja sogar schon der Wassergenerator. Schaut so aus, als würde der Geist auch versuchen, das wieder in Gang zu kriegen. Aber ich weiß ja nicht, ob Gewalt die Lösung ist. Ich denke nicht. Gut, dann gehen wir mal rein. Vom Außenwall in den Hof. Was ist das denn Schönes hier vorne? Das kann man drehen. Oh, Moment. Eine goldene Maus. Scheiße. Verpasst. Hey, aber das hier, das kann ich abziehen. Eine geheime Tür. Die allerdings zu ist, wie ich der Karte entnehmen kann. Na toll. Da findet man schon ein Geheimnis. Und kann es sich dann nicht mal angucken. Was ist das überhaupt für eine komische Stachelkugel hier? Kann ich mit der irgendwas anfangen? Sie wächst zwar hier, aber wirklich was bringen tut sie nicht.
Ich kann die Blumen aus der Erde ziehen, bekomme aber nichts dafür. Was war das denn für ein Geräusch? Ach, das kann ich hier auch noch abziehen. Oh, das ist eine eklige Scheiße. Und ein Frosch. Haben wir so auch noch nicht gesehen. Das muss eine Pisse gewesen sein, so wie es ausgesehen hat. Uah. Und du, öffne dich bitte. Gib mir Geld. Danke. Ja, das ist so eine Art Kaktus, aber der bringt mir irgendwie nichts. Und wenn, erkenne ich nicht den Sinn von ihm. Höchstens, dass man das Ding vielleicht... Warte, ist das ein Schalter? Tatsächlich. Was denn alles in der Welt ist das denn? Muss ich das vielleicht da drauf schießen oder was soll das? Da drüben war auch so ein Schalter. Ich tippe mal drauf, ja. Gib mal her das Ding. Ja, wenn es schon als Ziel markiert wird. Tatsächlich. Zwar nur ein paar Euro, aber nette Idee ist es trotzdem, ne? Ich habe mich vorhin schon gefragt, was dieses Geräusch war. Nämlich dieses hier. Bis ich gesehen habe, dass die Bodenplatte im Erdboden versunken ist. Und dass hier eigentlich ein Schalter ist. Also in diesem Spiel muss man ja wirklich auf alles achten. Man hat sich große Mühe gegeben, aus Luigis Mansion mehr zu machen als noch damals zu GameCube-Zeiten. Das bisher sehr erfolgreich, wie ich finde. Also es steigert sich genauso wie Paper Mario Sticker Star von Part zu Part, finde ich. Also, der 3DS hat aktuell echt geile Games. Also, wer noch keinen 3DS hat, holt euch das Teil endlich. Am Anfang war er echt fail. Das kann man nicht leugnen, aber inzwischen ist er echt geil. Ja, wie kampflos? Gibt er auf? WTF? Aha, dann siehst du, da ist gleich mal was versteckt. Ich glaube, es ist ganz gut, dass ich die Düsterlampe häufig benutze. Weil so wird mir... Oh, fast kein Secret entgehen und wir haben direkt den Buhu gefunden. Das fällt alles auf dich zurück. Leg dich nicht mit dem Boomerang an. Du Vollidiot. Dir werde ich schon zeigen. Ha! Hab dich direkt erwischt. Du Lappen. Oh, aber ich hätte besser zielen müssen, weil so verliert er jetzt halt eher weniger Leben. Oh, ja. Komm, greif an. Da unten ist schon wieder diese gelbe Flüssigkeit. Ach, ekelhaft. Und den Knochen habe ich gefunden. Einfach mal so während des Kampfes gegen den Buhu. Der vor mir ist. Er wollte mich überraschen. Doch das ist ihm nicht gelungen. Oh, und ich habe schon wieder nicht so gut abgezogen. Aber es reicht, weil der Winkel gestimmt hat. Und der down ist. Yes. Was ist denn los? Oh. Yellow. So. Ja, ganz wie befürchtet. Der Wassergenerator selbst scheint in Ordnung, aber die Leitungen sind verstopft. Mhm. Sieh dich doch mal bei der Pumpstation auf dem Dach um. Oh je, und schon wird die Sache komplizierter. Wir müssen dem Laden hier aufs Dach steigen. Da oben sind auch noch ein paar Münzen. Also die Düsterlampe ist auch so eine geile Erfindung. Die feiere ich auch. Ich bin ja wirklich jemand, der sehr gerne nach Secrets sucht. Und das war ja in Paper Mario Sticker Star schon cool. Aber ich glaube, hier in Luigi's Mansion komme ich voll auf meine Kosten. Das ist richtig geil. Gut, also das Teil ist im Arsch. Was ist hiermit? Warum kann ich die Tür nicht öffnen? Das ist zu. Und das will er mir wahrscheinlich auch gerade sagen. Hello. Hola! Hast du verstanden? Alle Maschinen in den Efeu-Türmen sind wasserbetrieben. Geh hinauf aufs Dach und sorge dafür, dass die Wasserpumpe läuft, Mann. Muss ich alles zweimal sagen, oder was? Hey, 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 es ist das erste Mal, dass der Typ unfreundlich wurde. Ich glaube, ich spinne. Ich mache für den hier die ganze Drecksarbeit, ja? Er sitzt daheim, schlürft seinen Tee, schaut im Internet was weiß ich was an und ich mache hier alles. Und kriege hier noch blöde Sprüche zu hören. Ich glaube, ich sag, ey. Noch bestimmt auch da rein, oder? In diese Tunnel. Warum nicht? Was war jetzt eigentlich hier?
Da wurde ich am Anfang unterbrochen. Das kann ich natürlich auch drehen. Es öffnet sich. Oh, da kommt Geld raus. Super. Aber ich komme da nicht hoch. Ich glaube, ich brauche erst das Wasser, damit hier so eine Brücke entsteht. Na ja, gut, dann steigen wir mal das Dach empor. Den Schlüssel, den ich gefunden habe, der kann ja nur hier reinpassen. Ja, wir finden in die zweite Welt. Ich finde, die beginnt sehr, sehr gut. Auch wenn es keine wirkliche Villa ist. Es gefällt mir. Da ziehe ich jetzt auch mal die paar Euro raus. Ja, es ist hier ziemlich trocken. Wir bräuchten wohl auch hier Wasser, um darüber zu kommen. Oder ist hier eine unsichtbare Brücke? Nein, aber eine unsichtbare Tür. Existiert die wirklich? Ich muss auf meine Karte gucken. Ja, sie existiert. Ja klar, muss sie auch. Wir kommen ja anders gar nicht weiter. Gut, gut. Dann schauen wir mal hier rein. Was ist das? Gewächshaus. Oh oh. Hier können sich Geister sehr gut verstecken, wage ich mal zu behaupten. Ach du Kacke. Und schon treibt man Spielchen mit mir. Das findet ihr wohl lustig, was? Hab ich dich! Nicht. Aber du hast dich hier versteckt. Komm raus. Wie bitte? Was zum... Wo ist er denn hin? Ach, da hinten. Jetzt ist er nach links geflüchtet. So ein Scheißkerl. Einfach mal die Vase kaputt gemacht. Oh. Unsichtbare Blumen. Dann wollen wir mal die Irrlichter schnell einsaugen. Hey, was habe ich denn da gerade von der Decke gesaugt? Ach, das Gewächszeugs da. Dieses Unkraut. Oh oh. Hey, der hat einen Spaten. Ich wage mal zu behaupten, das ist ein Spaten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder was meint ihr? Ach stimmt, ich habe von euch den Tipp erhalten, dass man diese Idioten mit Schutzschildern mit der Düsterlampe anleuchten soll. Dann verarschen sie einen, so wie jetzt gerade. Und dann kann ich sie attackieren. Das ist ein super Tipp. Danke an den oder diejenigen, die den Tipp hinterlassen haben in den Kommis. So komme ich jetzt gegen jeden Vollidioten an, der meint, meine Attacken abwehren zu müssen. Das war jetzt gerade schlechtes Timing mit dem Geld. Aber ich bin trotzdem durchgekommen, ohne mich treffen zu lassen. Noch. Ja, jetzt ist es passiert. Fuck. So, lässt es fallen und wird eingesaugt. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Der andere will angreifen. Düsterlampe, Düsterlampe, Düsterlampe. So, jetzt fühlt er sich cool und Attacke. Ja, ist nicht hundertprozentig gut gelaufen hier, aber der Raum ist clean. Was war jetzt eigentlich hier? Ich sehe Frösche. Und Dornen. Wie kommt man denn da hin? Ist hier irgendwo ein Geheimgang eventuell? Und bringt es mir etwas, wenn ich dieses Unkraut hier von der Decke sauge oder nicht? Ich möchte es mal eben austesten. Das könnte so eine kleine Bonusmission für Geld sein. Komm, jetzt Geldregen. Geldregen. Ey, tatsächlich! Geil! Aber so geht man als Secret Finder vor. Als süchtiges Kind kommt man auf sowas. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ey, der Kerl, wie kommt er auf so eine Kacke? Aber ich bin einfach süchtig. Ja, Secrets. Ich habe leider ziemlich viele Scheine verpasst. Die sind aber auch verdammt schnell verschwunden, oder? Naja, trotzdem geiles Secret. Habe ich jetzt gar nicht wirklich so mit gerechnet, aber hat geklappt. Und hier. Hier ist eine Tür, die mich höchstwahrscheinlich dann zu diesen Kröten bringt. Da, da.
Ja. Hier ist eine Truhe. Die ist allerdings von den Ranken zerfressen. Ich bräuchte Feuer. Habe ich aber nicht. Kann gut sein, dass das ein Secret ist, mit dem ich momentan noch nichts anfangen kann. Was machen denn diese Wurzeln hier überall? Schwer zu sagen, aber ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Gut, hier ist noch eine Blume. Münzen, Münzen, Münzen. Und, der erste Juwel. Das erste Juwel. Tatsächlich. Sehr gut. Mal sehen, wie viel wir diesmal finden. Das letzte Mal musste ich ja nur eins nachgucken, ne? Aber das war ja auch mega asozial versteckt. Das fünfte. Alle anderen haben wir doch gefunden. Eine goldene Fledermaus. Die ich nicht erwischt habe. Doch, habe ich. Aber die wäre doch zu einem Goldbarren geworden und nicht zu Geldscheinen, oder doch? Naja, wir wollen uns nicht beklagen, wenn wir schon Geld kriegen, ja? Dann wollen wir nicht auch noch rumheulen. Sonst noch irgendwas hier Unsichtbares? Kann ja immer mal wieder sein. Nee. Na dann rein da. Setzlinghaus. Da sind Piranha-Pflanzen. Oh nein, der arme Frosch. Da habe ich Mitleid mit ihm. Aber er ist ja Gott sei Dank entkommen. Wobei, jetzt haben sie immer noch Hunger. Das war auf mich. Das ist natürlich auch suboptimal. Die scheiß Viecher bewachen eine Truhe. Ach, da ist wieder so ein Kaktus. Kann ich den nicht nehmen? Hallo. Doch. Wenn ich eine Holzpiranha abschießen kann, dann kann ich auch euch abschießen, oder? Und was ist das? Hat relativ wenig gebracht jetzt, ne? Okay. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Kugel. Na komm, Stachelkugel. Stachelkugel. Ich finde es aber echt blöd, dass man sich während dem Saugen nicht drehen kann. Das ist das Einzige, was mir in dem Spiel auf den Sack geht. Alles andere ist echt gut. Yeah. Muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Wir hatten jetzt den Vorteil, dass wir das von den Bodenplatten her wussten, aber wenn man die verpasst, dann muss man schon mal auf die Idee kommen, hier die Kugel abzuziehen und das denen in die Fresse zu hauen. Ich habe das Gefühl, als gibt es hier ein Wasserrätsel oder sowas in der Art. Fehlt hier irgendwo ein Rohr? Weil das würde auch die Wurzeln erklären. Hier ist zum Beispiel ein Eimer, wenn ich da Wasser reinkriege. Dann könnte ich das auf diese Wurzeln da schmeißen, aber es passiert ja nichts. Das hier, denke ich, ist ein Wasserhahn, ja? Aber, ja. Wenn da nichts rauskommt, bringt der nicht viel. Verstehe ich nicht. Gehen wir erstmal weiter. Turmaufgang. Hä? Das rutscht auf dem Wow! Das war knapp, ey. Hab mich schon gefragt, warum rutscht er auf dem Teppich aus? Ja, weil da ein Loch ist. Das ist ja mal mega fies, hey. Gott sei Dank. Nicht runtergefallen. Brückengang. Was denn nun? Was ist denn da vorne los? Man könnte meinen, da ist ein Stück Toast in der Mitte. So wie die sich fetzen. Hey, hey, ich hab euch nichts getan, ja? Oh my god. Kann ich euch verscheuchen? Nein, kann ich nicht. Ich muss hier jetzt getimed durch? Ja, voll getimed. Aber die kommen auch sehr plötzlich. Scheiße. Na komm, 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 komm. Und jetzt durch. Okay. Voll fies. Und goldene Spinnen. Die zu einem Goldbarren werden und dafür riskiere ich mein Leben. Ist klar, ne? Waren das nicht zwei?
Naja, jedenfalls habe ich nur eine erwischt. Ist da oben irgendwas versteckt? Nee. Sind wir jetzt eigentlich langsam mal auf dem Dach angekommen, oder? Ich sehe auf der Karte eine Treppe. Aber jetzt kommt es wohl erstmal zum Kampf gegen den Roten, der da unten gewerkelt hat, jedoch versagte und dann geflüchtet ist. Den haben wir schön und schnell besiegt. Oh, und drei von den Noobs wollen uns herausfordern. 65 Leben. Jetzt langsam muss ich wieder an ein paar Herzen rankommen. Oh, er ist hinter mir. Verdammt, das kann ich mir nicht leisten. Ich muss den hier austricksen, damit er seine blöde Schaufel wenigstens mal verliert. Verschwinde, du dumme Maus. Oh, sie holen aus zum Schlag. Okay, dann nehme ich mir eben erstmal die zwei. Kein Problem. Und er hat sogar ein Herz. Okay, okay, okay. Oh, oh. Nochmal einer der Großen. Zwei. Jetzt wird's schwer. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Der Typ mit der Schaufel, der kotzt mich so übel an. Ich schwäche am besten erstmal den hier. Jetzt arbeite ich nochmal hier gegen den. Aber, weg, weg, weg. Nein. Jetzt lass doch endlich deine scheiß Schaufel fallen, du Idiot. Okay, Double Kill, Double Kill, schnell. B. Ich hab doch B gedrückt zum Ausweichen. Jetzt habe ich irgendwas Verstecktes gefunden, was ich eigentlich gar nicht suchen wollte. Verdammt, ich habe 10 Leben! Klar, ich habe den Knochen zur Wiederbelebung, aber das ist trotzdem übel. Ey, hat denn keiner von euch Herzen? Mensch! Das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Das ist ein Arschloch. Das ist einfach ein Arschloch. Sorry, aber ist so. Stirb, du kleine Drecksau! Alter, wir sind fast tot. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um Spannung zu halten. Bis zum nächsten Mal bei Luigi's Mansion 2.